Herzlich willkommen bei sommerlichen Temperaturen, bei perfekten Bedingungen hier auf der Bachwiese zum Gottesdienst. Herzlich willkommen auch Sie, die Sie zugeschaltet sind an den Bildschirmen und den Telefonapparaten. Der Anspruch greift diesen Gedanken der Gnade auch auf und lautet: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, aus 1. Petrus 5. Ich lasse Sie ein, dass wir gemeinsam singen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Dieses Lied haben wir vor 14 Tagen schon mal gesungen, aber ich habe es jetzt bewusst nochmal ausgewählt, weil das Thema der Gnade da nochmal ganz passend auch ausgedrückt ist. Sie ist frisch und neu jeden Tag, wie ein gutes Lebensmittel, das wir täglich genießen, das wir zum Leben brauchen, wie ein Vitaminstoß, die Gnade Gottes. Sie dürfen, wenn Sie am Platz sind, mitsingen, kräftig, dann bitte den Mund-Nasen-Schutz aufziehen. Ansonsten dürfen Sie an Ihrem Platz auch die Bedeckung abnehmen. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnade und Hose treu. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehren, zünd deine Lichter in uns an. Lass uns an Gnad kein Mangel haben. Treib aus, o Licht, all Finsternis. Behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor Blindheit und vor aller Schand. Und reich uns Tag und Nacht dein Hand. Zu wandeln als Tag, damit was immer sich zutrag, wir stehen im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam mit Worten des Wochenpsalms 145 beten, im Wechsel zwischen ausgerückten und eingerückten Versteilen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Kindeskinder werden deine Werke preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Dein Reich ist ein ewiges Reich. Der Herr ist getreu in all seinen Worten. Der Herr hält alle, die da fallen. Aller Augen warten auf dich. Du tust deine Hand auf. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Amen.
beten weiter. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du gnädig und barmherzig bist, dass du geduldig bist und von großer Güte. Zu dir dürfen wir kommen, ob wir niedergeschlagen sind oder fröhlich, ob wir erfüllt sind oder uns erschöpft fühlen. Deine Nähe tut uns gut. In der Stille begegnen wir dir und bringen vor dich, was uns auf dem Herzen liegt. Danke, Herr, dass du unser Gebet gehört hast. Amen. Wir hören als Schriftlesung den Predigtext. Als Schriftlesung hören wir den Predigttext aus Epheser 2. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Wir singen auf dem Liedblatt die Nummer 639, die Strophen 1 bis 3. Ihr seid eingeladen, Gott liebt alle.
verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Noch ist nichts verloren, noch ist Rettung nah, noch ist Gottes Liebe für uns Menschen da. Noch wird's Leben finden, wer an Jesus glaubt. Noch wird angenommen, wer ihm fest vertraut. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es gibt ein Merkmal, an dem man ganz gut erkennen kann, was an einem Text besonders wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen vorhin ging beim Hören des Predigttextes. Es ist ja ein Text mit dichter Theologie, nicht ganz einfach zum Zuhören. Aber vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass da ein paar Wiederholungen drin waren. Aus Gnade seid ihr gerettet. Diese Formulierung kommt wörtlich zweimal vor in diesem Text. Und das Wort Gnade auch noch an anderen Stellen mehrfach. Und ebenfalls mehrfach kam in Christus vor. Und das sind auch die wichtigsten Stichworte dieses Abschnittes. Und die möchte ich mit Ihnen bedenken. Gnade, gerettet und in Christus. Es ist zugleich das Zentrum des christlichen Glaubens, an dem wir uns da nähern und uns damit beschäftigen. Das Wort Gnade, das ist in unserem Alltag gar nicht mehr so gebräuchlich. Vielleicht kommt es nochmal vor bei Gericht, wenn ein verurteilter Straftäter begnadigt wird. Das heißt, er bekommt einen Teil der Strafe oder die ganze Strafe erlassen, zum Beispiel auch eine Verkürzung der Haftstrafe. Der frühere Bundeskanzler Kohl hat einmal mehrmals von der Gnade der späten Geburt gesprochen, meine damit die Menschen, die nach 1930 geboren worden sind, die sind nicht verantwortlich für das, was unter dem Naziregime passiert ist. Immer meint Gnade etwas Unverdientes. Manchmal kann einem die Gnade aber auch herablassend von oben herab begegnen und das fühlt sich dann für den, der begnadigt wird, nicht so angenehm an. Der christliche Glaube stellt die Gnade Gottes in den Mittelpunkt. Und zwar immer verbunden mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Also eben nicht herablassend von oben herunter. Zentral für das Christsein ist also nicht, du musst oder du sollst. Es geht nicht vornehmlich um das Einhalten von Regeln oder Geboten nach dem Motto, halte dich an dies oder tue genau das und mach es nur auf diese Weise, verhalte dich so und so und dann kannst du zu Gott kommen und vielleicht bekommst du eine Belohnung. Das wäre das Prinzip der Hundeerziehung. Das habe ich von einem Freund gelernt, der seit einigen Wochen stolzer Hundebesitzer ist. Und der hat mir das so gesagt, also wenn der Hund dann etwas tut, was er machen soll, dann bekommt er eine Belohnung, dann bekommt er ein Leckerli und das muss man so machen und dann erzieht man den Hund entsprechend. Der christliche Glaube ist von Anfang an anders. Und zwar komplett. Am Anfang steht keine Belohnung für irgendeine Leistung. Am Anfang steht ein Geschenk. Die Gnade Gottes. Gott schenkt mir seine Gnade. Er nimmt mich an, er vergibt mir meine Schuld. Er wischt das Versagen weg, das vielleicht da ist, weil er mich, weil er dich, weil er uns liebt. Und zwar nicht herablassend, wie gesagt, sondern aufbauend und ermutigend. Jesus spricht immer wieder von dieser Gnade und er erklärt, was damit gemeint ist, mit verschiedenen Gleichnissen. Eins möchte ich Ihnen kurz erzählen, vielleicht kennen Sie es auch. Zwei Menschen schulden einem anderen eine größere Summe Geld. Unterschiedlich viel zwar, aber beide können
das, was sie schulden, nicht zurückzahlen. Aus Barmherzigkeit werden beide schließlich begnadigt, vielmehr ihnen wird die Schuld erlassen. Sie müssen ihre Schulden nicht zurückzahlen. Unverdient rettet die Gnade sie aus dieser schwierigen Situation und eröffnet ihnen neue Lebensperspektiven. Aus Gnade seid ihr gerettet. Das ruft Paulus den Christen damals zu, aber auch uns heute. Und das hat er selbst erlebt, dass eben nicht das Einhalten von Regeln und Geboten ihn rettet oder ihm hilft. Denn darin war er extrem gut. Er war sozusagen ein religiöser Musterschüler, könnten wir sagen. Und er hat etwas gehasst, und zwar die Behauptung der Christen, der gekreuzigte Jesus ist auferstanden vom Tod. Das war ihm ein Dorn im Auge, und er versucht, diese Botschaft auszulöschen. Bis er schließlich selbst eine wunderbare Begegnung hat mit dem auferstandenen Jesus. Und dass dieser ihn nicht verurteilt und seinen Irrtum nicht an den Pranger stellt, sondern ihn begnadigt, das bewegt ihn. Dass er von Jesus in den Dienst genommen wird und dass Jesus sein Leben verändert. Und ihm wird klar, Paulus wird klar, Jesus Christus vergibt und nimmt an, er hat den Tod tatsächlich besiegt und er schenkt neues Leben. Und er rettet mich aus dem Irrweg, merkt Paulus, der ihn in den Untergang geführt hätte. Durch Glauben, durch Vertrauen ist eine Verbindung entstanden zu Jesus und die bleibt sein Leben lang bestehen, egal was noch alles kommt. Und diese Begegnung, diese Verbindung, die setzt Freude frei, die macht gelassen und die verändert das Leben. Bei Paulus und auch heute noch. Und Paulus spricht ganz oft in diesem Abschnitt und auch an anderen Stellen davon, dass er sagt, als Christin, als Christ lebst du in Christus. Als wäre das ein besonderer Ort, als wäre das wie so ein Raum, in den ich eintreten kann. Ein spannender Gedanke. Und ich glaube, so können wir uns das tatsächlich vorstellen. Wenn ich zu Jesus Christus gehöre, dann trete ich in einen neuen Lebensraum ein. Ich bin mit ihm verbunden. Ich bin in ihm. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie so eine Rettungsinsel. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Auf manchen Schiffen gibt es solche Rettungsinseln, und wenn jemand oder wenn die Besatzung in Seenot kommt, ziehen sie sich in diese Rettungsinsel zurück. Das ist wie so ein großes Schlauchboot, aber ganz abgeschlossen. Und wer da drin ist, der ist auch in den schlimmsten Stürmen sicher. Er ist geborgen, gerettet. Aus Gnade seid ihr gerettet in Christus. Aber das Bild, es hinkt irgendwie so mit dieser Rettungsinsel, habe ich dann auch gedacht. Denn Christsein bedeutet ja nicht, dass ich mir es in Christus bequem mache, dass ich in der Rettungsinsel gemütlich lebe. Nein, Christsein heißt immer wieder auch, ich mache mich auf. Ich gehe heraus aus meiner Komfortzone. Und Paulus sagt, wir sind geschaffen zu guten Werken. Da muss ich mich auf den Weg machen. Und wer Gnade erlebt hat, der begegnet anderen auch gnädig und barmherzig. Wer aus einer schwierigen Situation durch Gott gerettet worden ist, der darf und will anderen helfen, die ebenfalls in Not sind. Wer durch Jesus Gnade erfahren hat, möchte anderen Gutes tun und weiterschenken. Das kann ganz verschieden sein, je nach der Situation, in der wir leben. Und ich bin davon überzeugt, dass Gottes Geist uns zeigt, was für uns gerade praktisch dran ist. Er ist, der Heilige Geist, der die Verbindung zu Jesus unsichtbar, doch immer wieder spürbar. Vielleicht führt er mich zu einem Arbeitseinsatz in die deutschen Flutgebiete, wer weiß. Vielleicht aber auch zu einem Besuch zur einsamen Nachbarin. Oder ich unterstütze jemanden bei der Suche nach einer Arbeitsstelle, bei der Suche nach einer Wohnung. Oder ich helfe bei der schweren Gartenarbeit und. Zum Schluss möchte ich
Ihnen noch ein Beispiel erzählen, wie sich die Gnade ganz praktisch verändernd ausgewirkt hat im Leben eines Menschen. Das Lied Amazing Grace, erstaunliche Gnade, das kennen Sie vermutlich, es ist weltbekannt. Und der Titel ist angelehnt an diesen Predigtext, an diesen Abschnitt aus Gnade seid ihr gerettet. Genau das hat der Autor vor über 250 Jahren erfahren. Aus Gottes Gnade errettet. John Newton war ein Brite. Als junger Mann war er im Sklavenhandel verwickelt. Er war zeitweise auch Kapitän eines Sklavenschiffes. Und dann kam er einmal in einen schweren Sturm und hatte Angst um sein Leben. Und da rief er Gott um Hilfe an und hoffte auf die unverdiente Gnade Gottes. Und tatsächlich überlebt er diesen Sturm und er begriff diese äußere Rettung als Gnade Gottes. Mit der Zeit aber auch seine innere Rettung. Später hat er sich aus dem Handel der Sklaverei zurückgezogen. Er wurde sogar Pfarrer. Er hat 25 Jahre nach diesem Erlebnis, nach diesem Sturm, dieses Lied Amazing Grace geschrieben und hat damit seine Erfahrungen verarbeitet. Später hat er sich dann mit John Wilberforce dafür eingesetzt, politisch, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Kurz vor seinem Tod, 1807, dann wurde in England tatsächlich die Sklaverei abgeschafft. Gottes Gnade verändert Menschen, manchmal mit großer Wirkung, manchmal auch nur im Kleinen. Gott rettet und schenkt Hoffnung und er schenkt uns Freude am Leben und am Glauben. Lasst uns aus dieser Gnade leben. Amen. Amazing Grace. Ich glaube, wir haben es noch nicht gesungen im Gottesdienst, aber ich würde es gerne mit Ihnen versuchen, begleitet von den Bläserinnen und Bläsern. Amazing Grace. Auf Englisch, die deutsche Übersetzung steht drunter, aber das passt dann zur Melodie nicht, das ist nur zum Interesse für Sie. Wir versuchen es mit dem Englischen. Amazing grace, how sweet the sound.
Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, wir danken dir für deine Gnade. Wir bitten dich, hilf uns mutig und fröhlich aus ihr zu leben. Hilf uns mit anderen gnädig umzugehen und auch mit uns selbst. Herr, wir bitten dich für das Miteinander in unserer Gesellschaft. Herr, lasse du Solidarität und Rücksicht wachsen. Hilf, dass wir Menschen barmherzig miteinander umgehen und nicht immer Schuldige suchen und verurteilen. Herr, du siehst die wirtschaftlichen Verflechtungen weltweit, wo auch heute noch Menschen ausgebeutet oder sogar versklavt werden. Herr, öffne du uns die Augen, denen, die damit direkt zu tun haben. Hilf denen, die sich für fairen Umgang einsetzen. Herr, erbarme du dich. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein paar wenige Dinge gibt es noch bekannt zu geben. Zuerst aber ein herzliches Dankeschön den zahlreichen Bläserinnen und Bläsern, die uns den Gottesdienst musikalisch so schön begleitet haben. Vielen Dank unter der Leitung von Wolfgang Goll. Wir werden euch nachher noch mal hören. Und allen, die für den reibungslosen Ablauf auch technisch gesorgt haben, vielen Dank. Wenn Sie nachher das Gelände wieder verlassen, ganz am Ende, dann bitte nehmen Sie diese Seite, diesen Ausgang. Da finden Sie dann auch eine Möglichkeit, etwas einzuwerfen, wenn Sie etwas geben möchten als Kollekte. Die ist heute für die Aufgaben in unserer Kirchengemeinde bestimmt. Vielen Dank für Ihre Gaben. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr wieder hier Gottesdienst auf der Bachwiese, wieder mit Bläserinnen und Bläsern vom Posaunenchor. Dann noch einmal der Hinweis, ich mache es ein bisschen kürzer als letzte Woche. Es soll ja zum Jubiläum 500 Jahre Stiftskirche Beutelsbach nächstes Jahr eine Monographie erscheinen. Und da werden noch Fotos gesucht, nicht aus der Gründerzeit, aber aus dem vergangenen Jahrhundert. Wenn Sie da Bilder haben, die das kirchliche Leben oder auch das Gebäude darstellen, dann dürfen Sie das gerne im Pfarrbüro abgeben. Und zwar bis zum 30. August möglichst, und Sie bekommen es auch unversehrt wieder, das wird Ihnen garantiert. Vielen Dank, wenn Sie da mal schauen und das abgeben. Herzlichen Dank. Mein Kollege Rainer Köpf hat noch bis zum 22. August Urlaub und ich dann ab dem 21. August bis zum 12. September. Die Vertretung wird dann jeweils von dem anwesenden Pfarrer übernommen. Und dann etwas Erfreuliches. Wir freuen uns mit Friederike Steib und Martin Menz, denn am kommenden Samstag findet um 13 Uhr hier auf der Bachwiese die kirchliche Trauung der beiden statt. Herr unser Gott, wir bitten dich für dieses Paar, dass du sie segnest und behütest, dass du ihnen die Liebe zueinander und zu dir immer wieder erneuerst und erweiterst und mehrst und stärkst. Sei du ihnen nahe. Amen. Freude und Leid liegt im Leben, aber auch in unserer Kirchengemeinde oft nah beieinander. Wir haben auch noch einen Trauerfall. Am 6. August verstarb unser Gemeindeglied Heinrich Wickum im Alter von 70 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet in der kommenden Woche im engsten Familienkreis auf unserem Friedhof statt.
Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, die jetzt in die Trauer gekommen sind, dass du sie tröstest, ihnen nahe bist. Wir befehlen den Verstorbenen und alle deiner Gnade an. Danke, dass du, Jesus Christus, uns Hoffnung gibst, denn du sagst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wir danken dir, dass du uns Hoffnung gibst. Amen. Dann lade ich Sie noch einmal ein, mitzusingen. Die Gnade, die Gnade, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen frohen und behüteten, einen gesegneten Sonntag. Empfangt den Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.